Also, Tradition im Schlossparkcenter. Ich habe gehört, dass der Chef selber. Ein echter Fußballstar am Herd, gerade zu WM-Zeiten, ein eher seltenes Bild. Doch für Martin Piekenhagen eine Ehrensache. Am Wochenende wurde im Schlossparkcenter nämlich für den guten Zweck gekocht. Chili con Carne. Jede Portion wird später für 1,50 Euro verkauft. Der Erlös geht in die Jugendarbeit des FC Mecklenburg. Dort ist Martin Piekenhagen seit gut einem halben Jahr sportlicher Direktor. Zugegeben, der Ex-HSV und FC Hansa Rostock-Torhüter macht auf dem Platz eine deutlich bessere Figur als am Topf. Hat er denn auch ein passendes Rezept für die kommende Saison? Wir sind ja im Moment dabei auf Hochtouren. Ich mit Uwe Brauer die Mannschaft final zusammenzustellen. Wir haben da noch einige Baustellen, auf denen wir noch tätig sind. Und hoffen noch, die ein oder andere Verstärkung zu holen für das, was wir uns auf den Zettel geschrieben haben. Nächstes Jahr halt oben mitzuspielen, sprich aufzusteigen. Und das wird natürlich sehr, sehr schwer, das wissen wir alle. Aber wir wollen halt auch konkrete Ziele nennen. Aber das werden wir mit der Mannschaft noch genau abstimmen nach der Vorbereitung, was die Mannschaft glaubt, wie stark sie ist. Und dementsprechend werden wir dann ein Ziel für die Mannschaft formulieren. Noch an den kommenden Wochenenden während der WM kann im Schlossparkcenter ordentlich gekickt werden. Für die besten Schüsse gibt es sogar Preise. Zur Stärkung danach wird dann jeweils mit einem anderen prominenten Sportgast wieder für den guten Zweck gekocht. Na dann, guten Appetit. Lass sie schmecken.